So, nach der kleinen Einlage von Mr. Conroy Bumpus sind wir wieder hier bei Summex und retten jetzt die beiden. Jetzt er. Nun zurück zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier. Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die E.T.-Party. Wo findet sie denn statt? Bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen? Ohne Ausnahme. Half-Life, Nevada. Lass uns gehen. So, hier müssen wir gleich nochmal hin. Oh, ich bin ja so froh, dass es noch alles geklappt hat wieder. So. Büro, Kirmes sind wir fertig, fertig. Später, fertig, fertig, fertig. Ja, müssen wir jetzt sagen. Dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. Dem Schirmchen zum Beispiel. So, der hat übelste Probleme mit der Hornhaut. Und deshalb haben wir die Raspel. Und schenken sie ihm jetzt. Hier, bitte. Bitteschön, jetzt mag er uns schon mal mehr. Habt ihr Lust auf Parmesankäse? Oh. Ja, das ist fantastisch, wirklich großartig. Ich stehe in eurer Schuld, Mädels. So. Jetzt müssen wir mit der Tante ein bisschen quatschen. Hey, Sie sind Evelyn Morrison, die berühmte B-Movie-Aktrice. Ja, ich bin sie. Ich habe alle ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboter-Terror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du Beretta nimm du? Nein, das war ein Vampir in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Haben Sie irgendwelche Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Wie sind Sie bloß zum Hotelgewerbe gekommen? Ich wette, es war eine dreckige Kombination aus schnellen Autos und heftigem Lebensstil. Brumm, brumm! Es waren die Stars. Größere Filmstars als Sie? Puh! Nein, die Stars wurden nicht größer. Die Gummimonster wurden kleiner. Ah ja. Und ich glaube immer noch, dass es eine finstere Geschichte voller Sünde und Verdorbenheit ist. Ich auch. Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen nach einem Cocktail mit Schirmchen. Evelyn Morrison's Jungle Inn hat die weltbesten Cocktails mit Schirmchen aus 237 verschiedenen Sorten rum. Alle in nur einem Cocktail? Wo geht es zur Bar? Mal ganz locker, Max. Du trinkst doch überhaupt nicht. Oh, richtig. Der Tukan muss mir Worte in den Mund gelegt haben. Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum?
Er hat Evelyn Morrisons Gäste belästigt. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf ihnen. Das macht sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke. So, dann gucken wir uns die mal an. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier, Tiergruben und Bungee-Nationalpark in North Dakota und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Dann ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Dann können wir jetzt den Becher da dran packen. So. Jetzt müssen wir das Auto nehmen. Fahren wir erstmal hier hin. Ja, die macht jetzt so aus. Die macht jetzt hier so Gemüsebilder. Jetzt machen wir ihr das und dann macht sie uns dann ein Gesicht von dem. Was kannst du daraus machen? Der berühmte Naturalist John Muir, hm? Ich finde, er sieht wie ein Zucchini-Kürbis aus. Ich kann einen machen, es wird nur etwas dauern. Ich glaube nicht, dass sie das möchte. Kann man die einfach so mitnehmen? Sind die for free? Und hier ist übrigens ein bekannter Regisseur. Ihr könnt euch mal überlegen, wer das ist. So, jetzt gehen wir nochmal eben zu Bumpesville. Da sind wir dann nämlich endgültig fertig. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall ein bisschen Indiana Jones. So, jetzt muss ich auch gleich einen Schnitt machen, glaube ich. Ich mache den ziemlich genau jetzt. Bis gleich.